Hallo, liebe Lichtgeschwindigkeit-Betrachter. Eine Sekunde bitte. Wenn man ein auffälliges Ereignis schaffen will, muss man auf das Sommerloch warten. Dann sind die Medien bereit dafür, es möglichst groß zu bringen. Ich möchte gerne meine Echtzeit-IT-soziologische Reflexion heute auf die Tageszeitungen und auf andere Zeitungen beziehen. Hier Frankfurter Allgemeine Zeitung, Donnerstag, 28. Juli. Bild-Zeitung von heute. Donnerstag, 28. Juli 2011, 70 Cent, Neues Deutschland. Ich sage mal extra dazu, das Neue Deutschland ist jeden Tag wirklich lesenswert. Es ist wirklich eine enorme Qualität mit zwei Warnungen verbunden. Die machen für die Linkspartei Werbung und da halten sie sich allerdings nicht an Objektivitätskriterien und die haben etwas mit Marxismus, worüber sie nicht wirklich offen diskutieren, eine gewisse Marxismuskrankheit. Aber was ansonsten über das Tagesgeschehen der Welt und die Menschheit passiert, ist wirklich immer beachtlich. Neues Deutschland, hier von heute, 1,40 Euro, 28. Juli. Dann habe ich heute als besondere Annahme hier die Jüdische Allgemeine aus Düsseldorf. Es ist eine deutsche Zeitung, die aber so tut, als sei der Vertreter der deutschen Juden, Herr Netanyahu. Das ist nun wirklich nicht der Fall. Er ist es ja noch nicht mal von der Vielfalt der Staatsbürger Israels in Israel oder von Juden irgendwo. Aber die benehmen sich hier schon wie eine Netanyahu-Werbezeitung, Jüdische Allgemeine. Und da komme ich gleich, da habe ich eine zweite Ausgabe hier, nämlich die von heute, die immer sehr geschickt alles Mögliche machen. Hier haben sie den Schützen- und Bombenbauer von Oslo abgebildet. Aber sie sind auch genauso aufmerksam dabei, sich keine Blößen zu geben. Ich hätte jetzt schon mal hier anstelle dieser Zeitung, ich habe sie sehr gründlich durchgeguckt, doch mal die Parallelität der Argumente und der Motive des Mörders von Yitzhak Rabin 1995 in Tel Aviv zitiert. Der hat ähnlich orthodoxe, fundamentalistische und auch nüchterne Verhaltensweisen an den Tag gelegt, nachdem man ihn dann festgenommen hat, als er den Premier Rabin erschossen hat, als ein jüdischer Staatsbürger, Jude, der sich hingestellt und hat gesagt, das bin ich der Gemeinschaft der Zukunft Israels schuldig. Also hier hat man dann diesen Vergleich noch nicht entdeckt in der Jüdischen Allgemeinen Zeitung, ich habe das aber im Auge. So, jetzt habe ich also hier den Dudelfunk von Berlin angehabt, um eine musikalische Einstimmung zu haben. Jetzt möchte ich Folgendes sagen. Die Tagesechtzeitnachrichten wiederum sind sehr vielfältig. Ganz entscheidend wichtig im Moment sind tatsächlich zweierlei Sachen. Das eine ist, dass an der Grenze von Kosovo, Albanien, Serbien, hier ein militärischer Konflikt künstlich erzeugt wird, der nicht zustande kommen könnte ohne das Interesse der amerikanischen Militärinteressenten. Ohne die kein Krieg mit Serbien. So, und da muss ich sagen, es sieht ja so aus, als wenn man Serbien die Latte des Beitritts zur Europäischen Union nochmal erschweren möchte, indem man hier jetzt militärische Tatsachen schafft. Serbien soll sozusagen mit einem negativen Licht eingefärbt werden, jetzt an der Grenze Serbien-Kosovo. Die konkrete Interessenslage ist aber menschlich, man muss das verstehen, denn tatsächlich, dass da, wo der Kosovo nationalstaatliche Grenzen beansprucht, da ist Serbien und da leben Serben, die nicht Kosovaren sind. Und dieses Land dort zu behaupten, mit allgemeiner staatsrechtlicher Anerkennung von allen möglichen westlichen Staaten für diesen Kosovo, die serbische Lebensweise dort quasi zum Verschwinden zu bringen, vernichten zu wollen, das ist eine einseitige Geschichte. Das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde,
nach den Verträgen von 1948 die Gründung des Staates Israels, auch die Gründung des Staates Palästinas vertraglich geregelt worden ist, möchte ich jetzt auch, dass der Staat Palästina gegründet wird und möchte ihn anerkennen. Ja, aber in der Folge kann ich nicht zu Grenzlösungen kommen, wie jetzt zwischen Kosovo und Serbien, zwischen dem Staat Palästina und dem Staat Israel. Das sieht jeder, der da hinguckt, dass man so nicht einfach Grenzen ziehen kann und dann mit Waffengewalt diese Grenzen zu menschlichen Lebensräumen umgestalten kann. Und das soll man auch nicht wollen. So viel zu dem Konflikt Kosovo-Serbien. Dahinter steckt die Erschwernis für Serbien, der Europäischen Union beizutreten. Das finde ich sehr bedauerlich. Ich hoffe, das hört wieder auf. Dann habe ich hier eine andere Geschichte heute, die noch nicht in den Zeitungen steht, Echtzeitnachrichten. Das ist nämlich der Rücktritt der Minister in Zypern. Das ist der griechische Teil Zyperns. Zypern ist aber ein eigenes Land, also ein Inselstaat. Zypern mit einer südlich gelegenen Abteilung türkischer Staatshoheit. Ein Teil von Zypern gehört zur Türkei, aber der größere Teil Zyperns ist der Staat Zypern, der griechisch geprägt ist. So, diese Minister sind zurückgetreten, weil ihr kommunistischer Ministerpräsident offensichtlich die Finanzen des Landes nicht mehr zusammenkriegen kann. Und da kann man sehen, wie so ein kleines Land gestellt ist. Zypern ist Europäische Union Mitglied. Zypern hat Euro. Und Zypern hatte vor anderthalb Monaten dieses schwere Unglück, dass dort ein Munitionslager im Hafen explodierte, 23 Tote und das entscheidende Kraftwerk von Zypern sozusagen erheblich beschädigt worden ist. Zypern jetzt Energiemangel hat und deshalb die zypriotische Wirtschaft nicht richtig funktioniert. So, jetzt sind diese ganzen Minister zurückgetreten und die Finanzstärke Zyperns, der Euro, hat also durch die Ratingagenturen ein Niederbeurteilen bekommen. Sie haben ein Downgrading bekommen. So, jetzt muss Zypern sozusagen mit Portugal um die goldene Ananas streiten. Wer hat den schwächsten Euro? Also Griechenland hat sowieso den schwächsten, aber jetzt ist also Zypern angeschlagen. Das ist eine zweite Krise, die ist aber zu relativieren, indem man sich klar machen muss, Zypern hat 850.000 Einwohner. Es ist also kleiner als die Stadt München. Wirtschaftlich aber nicht so stark wie München. So, ich will das mal nicht weiter kommentieren. Dann habe ich also als Zeitungsüberschriften bei allen Zeitungen letztlich Republikaner zerstritten über Staatsschulden, hier Frankfurter Allgemeine Zeitung, das sind die USA, die mit so 130 Billionen Staatsverschuldung ihre Zinsen nicht mehr bezahlen können und sind wirklich pleite. Und das geht nur durch eine konzertierte Aktion des Sparens. In dem Maße, wie man durch die Kreditzinsen täglich von dem Geld, was man verdient, schon einen so großen Teil an Zinsen weggeben muss, funktioniert kein Gemeinschaftswesen mehr. Und das ist hier eine Polarisierung zwischen den Wohlhabenden und den Armen in Amerika. Das kann aber nicht das Konzept einer Gesellschaft sein. Die muss sich doch auf gemeinschaftliche Finanzgrundsätze klären können. Das heißt, es muss da eine Solidität hineinkommen. Ich rede gar nicht von Sparen. Wenn man nichts hat, kann man nichts ersparen. Man kann nichts ansammeln, wenn man nichts hat. Das kann nur Jesus, ja. Aber man muss doch eine gesunde Finanzführung aufbauen und dann ist das nicht mehr die Frage, ist das jetzt Obama oder sonst was. Im Moment wird also in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Drama auf die Weltinflation gemacht, denn wenn der Schuldenrahmen noch vergrößert wird, wie das im Moment ja verlangt ist, damit die Pleite nicht eintritt, dann heißt das noch mehr Inflation in der ganzen Welt. Also das ist ein großes Problem und das habe ich auf den anderen Zeitungen auch, nämlich und das soll jetzt Anlass sein meiner Unternehmung hier mit der Jüdischen Allgemeinen Zeitung. Vorher wollte ich aber nochmal, wo ist jetzt das Neue Deutschland geblieben? Hier, das Neue Deutschland hervorheben an einem wichtigen Beitrag, der mir aufgefallen ist. Also US-Schulden, der D-Day rückt näher, Weißes Haus droht mit Veto gegen Gesetz der Republikaner, Internationaler Währungsfonds fordert rasche Einigung. Das ist ein großes Thema natürlich, das hat auch das Neue Deutschland sehr sachlich erklärt und mit den aktuellen Verhandlungstatsachen der Amerikaner. Und dann habe ich hier Neues Deutschland, Seite 15, Feuilleton. Da ist nochmal Folgendes, noch einmal nachdenken über einen Massenmord in der Mitte unseres Friedens, also Norwegen.
das Land von Alfred Nobel, der Erfinder des Sprengstoffs in Europa, Nobel-Sprengstoff, Dynamit, erschrecken und weiterleben. So, und dann ist hier, ist auch ein sehr schönes Gedicht von Günter Kunert, was angrenzt an das Thema. Günter Kunert schätze ich sehr. Also folgendes, hier dieses. Der schöne, schwere Auftrag zur Zivilisiertheit. Der schöne, schwere Auftrag zur Zivilisiertheit. Das wird mir hier jetzt zur Tagesroutine in diese teilweise rechtsradikalen und blödsinnigen Kommentare in der Lichtgeschwindigkeit hier zu versuchen, mit Argumenten auf die schöne, schwierige Zivilisationsaufgabe, Zivilisiertheit hinzuweisen. Das steht hier, Neues Deutschland, freut mich, dass Sie sowas schreiben. So, die Bild-Zeitung hat das hier aufgegriffen, was ja beim Dageblatt und so in Oslo, in Norwegen, überall jetzt die Abbildung von den Todesopfern, die Abbildung haben. Das sind nicht alle, die hier drauf sind. Gut, und jetzt aber hier zur jüdischen Zeitung. Jüdische Allgemeine. Und zwar, die ich jetzt hier vorhabe, die ist, Achtung, vom 24. Dezember 2008, also Heiligabend, Weihnachten 2008. Titelseite, Steine des Anstoßes, wie die Zukunft der heiligen jüdischen Städten in den besetzten Gebieten aussehen könnten. Also die Städten, die die jüdischen Städten als heilige Städten bezeichnen, die sind immer da, wo das Juden sagen. Also auch die Synagogen in Deutschland. Wie die Zukunft der heiligen jüdischen Städten in den besetzten Gebieten aussehen können. Was besetztes Gebiet ist oder nicht, ist dann die Frage, wer die besseren Waffen hat, offensichtlich. Dieses Interview hier. Es geht ums Überleben. Hier geht es um die amerikanischen Schulden. Michael S. Miller über New York, die Finanzkrise und Betrüger. Das ist hier diese Schreiben, das möchte ich jetzt vortragen. Das ist hier mein Anlass für die jetzige Lichtgeschwindigkeit hier am 28. Juli 2011. Frage. Herr Miller, Interview geführt hat David Kauschke mit dem Generalsekretär des Jewish Community Relations Council New York, sprach Detlef David Kauschke. Und Herr Müller, hier ist er abgebildet, der ist ja schon betagt, Herr Miller. Herr Miller, das Chanukka-Fest in New York wird in diesem Jahr überschattet von den Folgen der Finanzkrise und des Madoff-Skandals. Vergleiche Seite 2, Madoff ist also der große Betrüger. Hier unten nach der Krise in Not, der Milliardär, der mit dem fremden Geld gespielt hat. Wie ist die Stimmung in den Gemeinden, also in den jüdischen Gemeinden? Miller antwortet, getrübt. Bislang war die jüdische Gemeinschaft genauso von der Krise betroffen wie jede andere Gruppe in den USA. Jeden Monat verlieren landesweit Hunderttausende ihren Job. Viele Beschäftigte im Finanzbereich sind arbeitslos. Das gilt auch für New York. In der Upper West Side zum Beispiel, wo zahlreiche jüdische Singles leben, verlassen die Menschen ihre Apartments, weil sie sich das Leben dort nicht mehr leisten können. Sie ziehen zurück zu ihren Eltern. Aber der Madoff-Skandal hat uns besonders hart getroffen. Der Schaden für die jüdische Gemeinschaft geht in die Millionen. Frage, wie wird den Betroffenen geholfen? Miller, Tzedaka ist das Gebot der Stunde. Auch wenn viele jetzt viel weniger haben, muss denen gegeben werden, die gar nichts mehr haben. Die United Jewish Appeal of New York, die zentrale Adresse für jüdische Philanthropie, hat $400.000 zur Verfügung gestellt.
aber das ist nur eine kurzfristige Hilfe. Es ist damit zu rechnen, dass die Krise andauert, auch weit über den 20. Januar hinaus, an dem wir eine neue Regierung bekommen. Also der Wechsel Bush zu Obama. Im November war gewählt, dieses im Dezember. Im Januar 2009 war Obama Präsident geworden. Frage. Der meistgehasste Mann New Yorks, Bernhard Madoff, ist Mitglied einer ihrer Gemeinden. Was geht einem da durch den Kopf? Miller. Es ist schändlich, dass jemand aus der jüdischen Gemeinde, der so sehr mit ihr identifiziert wurde, über Jahre andere Menschen um ihr Geld und damit um ihre Zukunft brachte. Madoff ließ 50 Milliarden Dollar verschwinden. Das ist eine unvorstellbare Summe. Denken Sie nur daran, dass Hadassah 90 Millionen und die Yeshiva Universität 110 Millionen Dollar verloren haben. Was bedeutet das für die Institutionen? Frage. Miller. Es geht jetzt ums Überleben. Einige Stiftungen mussten schon schließen, aber noch keine im New Yorker Raum. Wir als Dachverband der jüdischen Organisationen und Gemeinden in New York haben einen Etat von 3,5 Millionen Dollar jährlich. Dabei handelt es sich ausschließlich um Spenden. Ob wir am Ende die Arbeit fortführen und unsere 20 Angestellten noch halten werden können, wissen wir derzeit nicht. Mit dem Generalsekretär des Jewish Community Relations Council New York sprach Detlef David Kauschke, das Interview gedruckt am 24. Dezember 2008. So, das wollte ich hier mal jetzt allen Interessenten auch vorstellen als ein Zeugnis. Das ist die in Deutschland erscheinende Jüdische Allgemeine Zeitung. Hier mit dem Selbstgespräch zur Erschütterung, möchte ich das sagen, zur Erschütterung all derer, die immer mit solchen Begriffen umgehen wie die Juden, die Deutschen, die Nazis, die Norweger, die, ich weiß nicht was, Muslime, die Islamisten. Liebe Leute, genau hingucken, jeder Madoff ist ein Einzelspezialist. Und die Gemeinschaften und die Kollektivbegriffe, die sollen uns zur Verständigung helfen. Sie sollen aber nicht Würfel aus den Menschen machen, die man dann alle gleich behandeln kann. Und wer sich so aufführt, der irrt sich auch laufend. Der wird sich nicht auskennen und der wird nicht wissen, was geschieht. Und insofern der Vision jedenfalls etwas zum Verständnis beizuhelfen, bin ich ja verfallen hier, indem ich mir die tägliche Mühe mache, Lichtgeschwindigkeit Kommentare zu geben. Damit schönen Dank für den Aufruf und alles Gute.